Jetzt hatten wir wirklich schon genug Ankündigungen des Schülerprogramms. Lassen Sie uns damit beginnen. Über den Sommer haben unter der Leitung von Paul Mühlenhoff, der das Programm erst mit Eva Neher von Göttingen aus und jetzt vom Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld betreut, ungefähr den 200 Jahren entsprechend 200 Schüler ausgewählt aus verschiedensten Gymnasien der Region und junge Studierende, die uns verbunden sind, Fragen, ihre Fragen erarbeitet, formuliert und gestern in einem Vorbereitungstag hier und heute Vormittag fertiggestellt, um sie mit ausgewählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren. Und die drei, mit denen Sie diskutieren werden, werde ich jetzt als erstes aufs Podium bitten. Es handelt sich um Antje Boetius, Patrick Kramer und Johann Dietrich Wörner. Vielleicht darf ich Sie schon mal hier hoch bitten. Antje Boetius habe ich irgendwie gerade hinten reinkommen sehen. Sie ist nämlich gerade von der Reise mit der Bundesministerin nach Norwegen. Deswegen ist sie noch da. Gas ist ja wichtig. Hierher kommen. Also, das sind... Ja, ich darf die drei Ihnen schon vorstellen und weil Frau Boetius gerade noch ihren Rucksack ablegen muss von der Norwegen-Reise, fange ich mit Patrick Kramer schon mal an. Komm bitte hoch. Vor allen Dingen dem Preisträger mal Hallo sagen. Es ist ja mein früherer Chef und so viel Zeit muss sein, Martin. Gut, auch das ist wichtig. Gut, dann kann ich auch mit dir beginnen. Also Antje Boetius ist Mikrobiologin und Meeresforscherin. Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremen, hat Biologie studiert, war an verschiedenen Orten, unter anderem auch in San Diego als Studierende und ist dem Meer treu geblieben. Sie ist eine Meerfrau wenigstens und ist seit 2001 Professorin in Bremen, war der Max-Planck-Gesellschaft verbunden, hat jetzt eine Brückengruppe zwischen der Max-Planck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Sie war von der angesprochenen Wissenschaft- und Dialogaktivität lange die Vorsitzende, ist also in der Wissenschaftskommunikation wie in ihrem Fach, wie in der Ozeanforschung sehr tief bewandert. Und sie ist auch die Direktorin des Instituts, das die Mosaik-Expedition, also das Schiff, was sich am Nordpol einfrieren lassen und dann durch den Nordpol, durch die Polarnacht geleitet ist und die Sie unten in der Expo-Ausstellung bewundern können, die Fotos davon, das hat auch sie mit initiiert und geleitet. Also herzlich willkommen. Da drüben, Dr. Itzis. Der zweite Teilnehmer, Patrick Kramer, ist Chemiker, Strukturbiologe, interessiert sich für die Frage, wie wird das Erbgut gelesen, also wie wird aus DNA RNA, hat Chemie studiert, auch an verschiedenen Orten, Stuttgart, Heidelberg, Bristol und Cambridge, UK, war Doktorand am EMBL, dem Molekularbiologischen Institut Europas in Grenoble in Frankreich, Postdoc in Stanford und lange an der Universität München, wo er das Genzentrum für ungefähr ein Jahrzehnt geleitet hat, in der Nachfolge von Herrn Winacker. Und er ist dann gewechselt zum Max-Planck-Institut oder zur Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen, wo er seit 2014 Direktor ist und ist vor wenigen Wochen im Juni diesen Jahres zum künftigen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft gewählt worden. Noch einen ganz herzlichen Glückwunsch dazu, Patrick, für diese schwierige und bedeutende Aufgabe. Und ist also auch ein Wissenschaftler, der Institutionen wie Fächer überschreitet. Und das gilt auch für den dritten Teilnehmer, Johann Dietrich Wörner, der die verschiedensten Funktionen im deutschen Wissenschaftssystem bekleidet hat. Er ist Bauingenieur von seiner Ausbildung her, hat in Berlin und Darmstadt studiert. Er hat tatsächlich mal richtig gearbeitet, nicht nur in Institutionen, sondern in einem Ingenieurbüro über ein Jahrzehnt, da gleichzeitig auch sich mit dem Thema Erdbebensicherheit in Japan beschäftigt, an der TH Darmstadt promoviert. Er war dann Professor für Massivbau in Darmstadt, Präsident dieser Universität
von 1995 bis 2007. Dann wechselte er in die Raumfahrt, also vom Boden nach oben, leitete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, von 2007 bis 2014, war dann Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, ESA, und ist seit 2021 Präsident der AKATEC, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Das sind die drei Wissenschaftler, denen sich jetzt jeweils in Paaren sechs Schüler, also immer zwei zusammen, nähern werden. Für die Biologie Zoe Claire und Julius May, für die Medizin Yara Minchint und Elias Pantier und für die Stadtplanungsfragen Patricia Stedler, Janis Hoffmann. Bevor die Schüler hier hochkommen, gibt es jetzt die schon angekündigte Grußbotschaft von MIT, der Preisträgerin der Lorenz-Oken-Medaille, die wir ihr im Herbst überreichen werden, die uns und insbesondere die Schüler ermutigen sollten, den Mund aufzumachen und die Dinge anzupacken. Bitte dieses Grußwort und dann möchte ich das erste Paar hier hochbitten.